So, meine Freunde, willkommen zu dem 7. Teil von Let's Play Borderlands The Pre-Sequel. Ja, und wir haben zuletzt aufgehört auf den Triton Flat, auf dem, ja, keine Ahnung, auf dem Abteil oder keine Ahnung, wie man dazu sagt. Auf jeden Fall, wir sind jetzt in der Hauptstadt angekommen von diesem Spiel. In Borderlands 2 war es Sanctuary, hier ist es jetzt die komische eine Stadt, wo ich mir den Namen nicht merken kann, weil ich das Spiel noch nicht so oft gespielt habe. Und ja, ich wollte mich nochmal entschuldigen. Ich wollte mich entschuldigen, da gestern kein Video gekommen ist, weil ich gestern einfach wirklich keine Zeit hatte. Ja. Ich sage jetzt mal den Grund. Ja, mein Fahrrad hat einen Platten, dann bin ich zum nächsten Fahrradhändler gedüst. Oder halt der richtige Supporter für mein Fahrrad. Eine wichtige Aufgabe, denn ich darf niemanden durchlassen. Es sei denn natürlich, du bist Frischfleisch für den Rekrutierungstest. Ich muss rein. Dann beweise, dass du würdig bist, ein Mitglied von Red Bellys Giftbande zu werden. Ausgezeichnet, dann mal los, möchte gern Gangmitglied. Ich briefe dich unterwegs. Wir führen einen blutigen Krieg gegen eine rivalisierende Gang, die sich dort sammelt. Bahne dir einen blutigen auf 0 von 3, erledige Darksider. Sollte zu machbar sein. Auf jeden Fall bin ich gestern dahin gejobbt. Mit dem Fahrrad, wo natürlich Platten hatte, hinten sowie vorne. Auch. Ja, dann. Ja. Mir raten sie, die Prismen sind irgendwie da oben und da muss ich jetzt hin. Ein stinkender Eindringling! Kommt wohl von Red Belly! Tötet ihn! 20 Darkseid, das sollte, glaub, machbar sein. Wow. Unser Lieblingsschild. Ach nein, au! Hey, das gibt's doch nicht! Erste Mondstein hier kassiert. Wie ihr vielleicht noch wisst, mit Mondstein kann man Platzerweiterungen machen. Also zum Beispiel. Und das ist hier ein Skin. Damit kann man jetzt zum Beispiel das Aussehen verändern von dieser Tunte hier. So, von der Tose auf jeden Fall mal. Und dann gibt es noch Skins für diesen Mondbuggy da draußen, den ich zurzeit rumcruise. Die hat ja mal sowas von kein Lebensregeneration. Mein Gott, also wirklich das Beste,
was ich an dem Spiel finde, Alter. Lauter Versprecher, das gibt's. Ich mach dich mehr als kalt. Halt still. Hast du das? Habt ihr das gesehen? So, ich komme jetzt massakrieren. Da kommt auch schon wieder der nächste Darksider. Und da ist Leben. Leben, Leben, Leben. Kennt's gar nichts. Null. Komm, meine Freunde, ich werde wahrscheinlich das Gameplay vergessen oder ja, die. Kommen die alle von unten oder was? Auf jeden Fall noch. Ja, das Gameplay oder das Video von gestern wiederholen. Auf jeden Fall, ich möchte ja nicht, dass ihr irgendwie etwas verpasst. Okay, habt das Video eh nicht. Also ihr verpasst eigentlich gar nichts. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Oh, war das knapp. Wie kommen wir jetzt wieder da hoch? Hansch mir mal kreuzweise. Aber echt, wie kommen wir jetzt wieder da hoch? Oh, euer Ernst. Gehen wir da halt schön hoch. Meine Güte. Ganze ewige Lauferei hier. Soll es ja nicht geben. Hier hoch. Komm ich nicht mehr hoch. Ach so. Muss man ja schon mal drauf schießen oder was? Ah, Geld ist immer wichtig hier. Du verreckst jetzt erstmal. Bin gespannt, wer dann in diesem Spiel der endgültige Boss ist. Jetzt hat's jetzt mal. Mir geht die Munition aus. So, wenn ihr nicht hören wollt, wer hören will, muss fühlen. Kennt ihr bestimmt dieses Sprichwort? Ja, normalerweise ist ja auch bekannt. Jo, auf jeden Fall, morgen kommt dann der weitere Part von Borderlands 3 Sequels. Alter, was ist das für ein Ding? Ja, Hilfe! Gleich mal Waffe wechseln hier. Das hilft doch alles nichts! Verpiss dich!
Also und zu dem Thema noch Call of Duty Advanced Warfare, ob ich mir das noch hol, das bleibt noch in Frage, weil das hat zurzeit noch voll üble Bugs drauf und ja. Da klagen irgendwie die Spiele über ein 500er, 800er Ping und das, glaub, könnt ihr, das ist sehr übel. Könnt ihr mir glaube auch glauben. An 800er Ping auf jeden Fall werde ich mir das erst dann nächstes Jahr holen. Keine Ahnung wann. Aber auf jeden Fall später. Nämlich dann ist es später auch billiger und keine Ahnung. Wollt jetzt mal sterben? Sollt's nicht mich fertig machen, ihr sollt euch gegenseitig fertig machen, wenn's geht, bitte. Muss ich's nicht tun. Da unten ist jetzt ne... Da ist sie. Die wollt ihr mitnehmen. Jetzt muss ich zurück. Da weiter geht's. Ich darf zurückfahren. Falsch abgebogen. Ich hab keine Zeit. Wow. Wow. Nein! Nein! Du dreckiges Arschloch, du. Jo, meine Freunde, es nähert sich ja auch so langsam der Winter. Ja, und ich möchte mal wissen, was ihr so in dem Winter macht. Also ich werde wahrscheinlich Snowboard fahren gehen. Wahrscheinlich noch nach Wangen oder so. Wangen am Allgäu lässt sich drüber reden. Und ja, mal schauen, was ich so machen, was sonst noch so machen werde. Schickt mir einfach mal, was ihr macht in den Winterferien. Würde mich auf jeden Fall mal freuen, zu interessieren, was ihr so macht. Nee, kein Nitro. Alter, ist das geil. Alter, ist das geil. Das ist ja Wahnsinn geil. Das ist ja echt wahnsinnig geil. So, einfach den hier mal erstmal zum Schrotten. Die noch. Boah. Voll Breitseite! Du.
Also, das ist ja echt mal voll. Alter, voll geil. Du bist auf jeden Fall mal schneller down als ich. Mal schneller down als ich deine Mutter bücken kann, Alter. Was hat er jetzt schon wieder angestellt? Du hast dich als würdig erwiesen und deine Initiation ist fast abgeschlossen. Ich schicke die Position eines anderen Eingangs auf. Ich einfach ich hab an der Steuerung rumgefummelt. Zurückfahren. Hätte ihr nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit irgendwie auf der komischen Welt da rumzugürken hier. Frechheit. Nee. Niemals. Hier irgendwie hinter. Keine Ahnung. Hui. Vielleicht Hui. Es regnet statt Teilchen. Ich möchte gern Gangmitglied. Ich hoffe, du kennst das Passwort. Ja, das ist das Passwort. Du kannst rein. Moment, wo ist der blöde Schalter? Geiles Passwort. Geil. Und willkommen bei der Gang. Iha! Geronimo! Das ist kein neuer Rekrut, so viel ist klar. Genau mein Gedanke. Ich schätze, da bleibt nur eines. Im Tee zu kochen. Ja, halt, nein, ihn in Stücke reißen. Meine ich ja. Du bist schräg. Auf hin, Jungs! Die bemerkt mich gar nicht. Habt ihr schon mal irgendwie gewusst, dass man nicht irgendwie so vorlaut sein sollte? Dreihundert Mal. Ey, Junge, das ist nicht cool. Kleine Sonderschüler, du. Du dreckiger Sonderschüler. Scheiß Tarzan-Schüler hier. Muss jetzt halt sterben, meine Güte. Also nochmal überjumpen. Alter, du musst schon 181 zahlen, was geht? Ja, aber du, Geronimo! Dumm! Dreckiges Spaß kann ich fliegen, Alter. Das kann ich auch. Neues Level. Alter, meine erste Splitter-Lasergranate. Geil. Meine Freunde, die Zeit ist auch schon wieder vorbei, würde ich mal sagen. Wir spazieren noch
rüber. Bekomme ich jetzt gerade für einen Hagel? Scheiß Sonderschüler hier. Yes, der ist runtergeflogen. Lol, das hat ja auch noch nie. Selbstmord hier. Ja. Ist das eigentlich irgendwie so vorgesehen, dass die irgendwie schweben können? Wenn ja, dann sind's. Du kriegst mich nicht tot. Du mit deinem Scheißschild da. Okay, ich hätte eigentlich auch eins. Im Prinzip habe ich dann später drei Schilde. Ja, neben, sag ich jetzt mal ein Schild. Das hier. Und das normale, ja, können das war im hohen Maße bei einem halsigen Ausschau. Bliblablub. Yeah! Und meine Freunde, dann würde ich mal geschwind sagen, ich spaziere da nur noch geschwind rein. Belaste dich dein vieles Geld! Shotgun. Komm jederzeit So, meine Freunde, jetzt würde ich mal nur noch sagen, ich verkaufe diese Granate nochmal schön, löse den das Teil aus und da oben, bla bla bla, und dann noch mache ich das hier noch geschwind, dann mache ich das wahrscheinlich als nächstes, ja, sieht man ja dann. Nächsten Part. Ja, meine Freunde, also lasst einen Kommentar da, wie ihr das Spiel gefunden habt, oder den Part zumindest. Oh, ein Schild. Kaufen. Jetzt habe ich kein Schild mehr, es macht aber nichts. Ja, ich würde mal sagen, lasst einen Kommentar da, wie ihr diesen Part gefunden habt, und vor allem schreibt in die Kommentare, was ihr so in den Winterferien macht, ja, ob ihr Skifahren geht, ob ihr Snowboarden geht oder was ihr macht, oder ob ihr auch nur daheim sucht, ganze Zeit zockt, zum Beispiel jetzt dann bald Assassin's Creed Unity oder Call of Duty Advanced Warfare oder keine Ahnung. Also schreibt es in die Kommentare, was ihr in den Weihnachtsferien macht und wie ihr diesen Part gefunden habt. Ich kann nur noch sagen, bis morgen und habt Spaß.